Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und begrüße euch zu einem neuen Video. Im vorigen Video haben wir die LEDs außenrum gemacht. In diesem Video werden wir von Extreme Raid zeige ich euch erstmal alles, was mit bei ist. So. Und eine Anleitung natürlich. So. Werden wir das PlayStation-Logo von der PlayStation verschönern. Dafür haben wir das hier. So, aber wir gucken uns erstmal die Anleitung an. So. Aufmachen brauchen wir nicht, haben wir es schon. Hier ist das PlayStation-Logo, wo ich jetzt bei mir bunt habe. Und da sollen wir das einfach drüber kleben. So. Und es geht auch jederzeit wieder ab. Und dann das. Und dann soll das gehen. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. So. So, das ist so rum. Oh, wie soll ich denn das da durchkriegen? Wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Wenn ich das hier durchmache. So, soll das denn hinten lang und dann hier runter? Komme ich dann eigentlich auch? Wartet mal. So. So rum ist eigentlich richtig. Genau, so rum ist richtig. So. Und dann das hier hinten lang. Und so. 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 Jo, passt. Passt, wackelt und hat Luft. Mir ist nur noch nicht ersichtlich, wie das funktionieren soll. Also aufmachen. Das Weiße. Das hier aufkleben. Okay. Dann das abziehen. Dann das da drauf machen. Dann, okay. Das drauf machen. Okay, also erst weiß, dann das Schwarze und dann soll es leuchten. Okay. Also im Prinzip müsst ihr euch das dann so vorstellen. Wir machen erst das Weiße hier drüber. Hoppala, falsch rum. Moment. So. Dann kleben wir auf das Weiße das hier rauf. Hoppala. So. Das mal so machen, damit ihr das vielleicht, dass ich das besser sehe und dass er nicht so viel verwackelt. So. So. Dann kommt das hier rauf. So. Und zum Schluss kommt das. Oder nee, erst kommt das. So, weiß. Nee, das aufkleben. Dann das Schwarze. Okay. Und wir wollen mal gucken, ob es auch funktioniert.
Das sieht dann so aus, dass es leuchtet. Und wir haben hier einen kleinen Knopf, wo wir verschiedene Modis einschalten können. So. Also praktisch, warte, da muss ich den Kabel ein bisschen rausziehen. Hier am USB haben wir dann den Knopf, dass wir verschiedene Kombinationen machen können. Ich werde einfach nur blau machen, wenn es geht. So. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, was sagt er denn, wie ich das schwarze Kabel da legen soll? Ach, auch da oben durch. Ah, dann hätte ich das mal zuerst machen sollen. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt machen wir erstmal das Wichtigste. Das ist das Schwarze. Das muss hier wieder durch. Wir haben jetzt nur ein Problem. Oder nee, geht. Ich hoffe, ich reiße nicht kaputt. Knapp, aber es funktioniert. So, dann haben wir das hier durch. Dann legen wir das hier rüber. Und wir gehen wirklich Schritt für Schritt lang. So. 1, 2, okay. Clean the logo area, also sauber machen. Kann ich nicht, weil dann würde der Aufkleber abgehen. Ich hoffe, dass der dann immer noch halbwegs durchscheint. So, dann sollen wir das Weiße rankleben. Okay. Müssen wir erstmal ruhig die Seite finden. Das ist so. Gott, ist das eine Fummelarbeit. Wie soll ich denn das schaffen, ey? Als Grobmotoriker. Gott sei Dank sind zwei weiße Dinger mit bei. So. Ui, geil, gleich auf Anhieb. Gleich auf Anhieb geschafft. So, und dann das auch ab. So, jetzt ist es transparent. Also es bleibt nicht weiß. Das ist sehr, sehr positiv. Dann müssen wir gucken. Und dann soll das darauf geklebt werden. So. So, habe ich. So, sieht auch relativ okay aus. So, haben wir drauf. Und dann das Schwarze drauf. Kabel so, so, also so rum sollte dann raufgeklebt werden. So, ich werde erst mal gucken, ob das auch überhaupt denn leuchtet. Bringt ja nichts, wenn es gar nicht leuchtet. Ach so, das kleben wir dann praktisch außen rum. Und dadurch, dass das etwas höher ist, weil wir dieses Weiße rumgemacht haben. Ah, okay, dann leuchtet das. Okay, gut, dann verstehe ich das. Weil wir das Weiße ringsherum hier gemacht haben. Okay. Okay, das ist...
Ne. Hör nicht ab. Ach, Herrjott. Jetzt hier aber. So. So rum sollte geklebt werden. Wir sollen darauf aufpassen. So, dann machen wir das erstmal kurzzeitig hoch. So, hier richtig ran. Und hier soll es auch richtig ran. Ah, da ist es aber drüber. So, schieben wir das noch ein bisschen ran hier. So. So. Wartet, ich muss hier nur noch wegen dem Kabel hier. So. Nee, falsche. Das ist der, den ich ziehen wollte. So. Schubidubi. Schubidubidu. So. Und dann kommt das hier ran. Oh, geil. Man sieht das alte, also das Oldschool-Logo so ein bisschen durch. Also ist jetzt natürlich nicht mehr so kräftig von der Farbe. Ja, sieht man ja, oder? Ist nicht mehr so kräftig von der Farbe, weil ist ja dieses Milchige drüber. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sieht hammer aus. Oh, das sieht richtig genial aus. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen. Ja, jetzt in der Kamera sieht man halt extrem, wo die Leuchten dran sind. Ich kann euch aber definitiv sagen, wenn man drauf guckt, man sieht ein bisschen den Schein, wo die Leuchten sind, aber es ist alles richtig schön blau erleuchtet. Es sieht unfassbar geil aus. So, jetzt werde ich die PlayStation erstmal anbauen wieder. Und dann werden wir alles beides in Betrieb sehen. So, ich zeige euch nochmal, wie ich es machen werde. So, das sind die beiden Kabel, die von hinten kommen, also von oben kommen. So, und dann mache ich einfach diesen Kabel hier ran. Zack. Mach den da in den USB rein. So. Muss dann halt hier nur sehen. So. Dass man das halt hier irgendwie so macht, damit da halt nicht so viel Kabel gedöns ist. Gott sei Dank heb ich ja immer. Wo habe ich sie denn jetzt? Ja, wenn ich sie wieder brauche, finde ich es wieder nicht. Hebe ich ja immer diese Kabelbinder auf und so, was, wenn Kabel da sind. Dann nehme ich den jetzt hier einfach mal. So. Hoppala. So. Dadurch können wir das jetzt hier so machen. Also das finde ich ein bisschen instabil, also dass der nicht so weit reingeht. Also er ist fest. Der ist auch fest. Okay, so. Und dann nehmen wir uns das hier. Ne, wir machen das anders. Wir machen das so. So. Nehmen uns hier eine Schlaufe. Und da auch eine Schlaufe. So. Dass wir halt den hier unten auch noch hier mit reinmachen können. So. Und... So.
So. Denn ist zwar immer noch viel, weil ich habe extra nicht so viel gemacht. Ja, es ist immer noch locker, dass es halt überall vernünftig atmen kann hier hinten. Aber es hängt nicht hier lose rum. Also man könnte natürlich noch straffer machen, dass es denn so ist. Ja. Aber es reicht ja so aus. So, dann mache ich mal kurz einen Cut. Ich baue auf und dann zeige ich es euch. So. Ich habe die PlayStation mal hingestellt. Das sieht dann so aus. Da leuchtet es blau durch. Das ist der Türkis, was ich euch gesagt habe. Man kann ja auch das PlayStation-Licht ausmachen, dann gibt es da kein Spirenzchen. Und da ist das beleuchtete PlayStation-Logo. Sieht richtig geil aus. Natürlich, wenn es stehen würde, würde es noch geiler aussehen. Aber leider geht es bei mir nicht mit stehen, weil ich habe zu wenig Platz zwischen Lowboard und Fernseher. Und dann würde die halt ins Fernsehbild reinragen. Unten drunter ist noch eine Platte, die beleuchtet ist. Die ist jetzt zu weit vorne. Ich habe die zu weit. So. Ist nochmal leise mal so ein Stück weiter weg. Sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Schön. So. Das soll es jetzt zum Video gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.